Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect. Ja, auf Numeria, auf den Spuren der Matriarchin, beziehungsweise genauer gesagt auf der Jagd nach der Matriarchin. Und wen haben wir da vorne? Ich weiß es nicht, da vorne sind ein paar Herrschaften und die zielen auf uns. Also es ist ja noch viel schlimmer als alles andere. Aber sie scheinen freundlich gesinnt zu sein. Shepard hebt auch das Gewehr. Schauen wir mal, was sie von uns wollen. Ja, bitte. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Wäre ich, ne? Können die Viecher die Steuerung einer Bahn bedienen? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde hier keinerlei Vermutungen mehr anstellen. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han-O-Lar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Was sind das für Viecher, frag ich mal. Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Im Matriarchen. Venesia, ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Eine Matriarchin ist in der Lage, sich selbst lange am Leben zu erhalten. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Ich wollte einfach nur ein paar taktische Ratschläge geben. Sie haben Glück, dass diese Viecher strohdumm sind. Drei koordinierte Männer könnten die gesamte Einrichtung einnehmen. Haben Sie mal den Grundriss gesehen? Kinderleicht von einer Handvoll Leuten zu verteidigen. Und dabei zähle ich die automatischen Verteidigungsanlagen noch nicht mit. Automatische Verteidigungsanlagen können neu programmiert werden. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist es auch nicht mein Problem. Tja, ist es doch jetzt passiert, oder? Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. O'Lar. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Was hat das mit dem Volus zu tun? Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Sind Sie sich sicher, dass die Matriarchin noch im Sicherheitslabor ist? Die ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Na. So. Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Okay, gut, das war's. Mehr brauche ich nicht zu wissen, glaube ich. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Oh, shit.
Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Los, los, los! Drecksviecher, wo denn? Los, los, wo denn? Wo denn da? Also, geht mir alle aus dem Weg. Los, los, los! Shepard? Wie wär's mit Schießen? Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. So. Nicht diese Tiere. Nicht diese Tiere. So. Wir haben keinen verloren. Das ist gut. Alles klar. Wir gehen weiter. Venezia ist hier. Das ist schon mal ganz gut. Die alte Matriarchin, die gemeinsame Sache mit Saren macht. Und wir werden sie kriegen und wir werden sie zur Rechenschaft ziehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und warum? Ach, ich wollte gerade sagen, Liara. Ich dachte, du wärst schon wieder irgendwo stecken geblieben. Du bist schon wieder vergiftet. Was ist denn da los mit dir? Madel. Der junge Madel. Aber ich meine, wenn die so gut zu verteidigen ist, dann dürfte hier doch uns gar keine große Gegenwehr erwarten. Okay. Den Jungs und Mädels geht's gut. Das ist ja schon mal was. Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich. Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Mhm. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Scheinbar bin ich hier in etwas reingeraten. Verständlicherweise. Jeder hier könnte das Gleiche sagen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Das ist doch gut. Angesichts der Situation sollten Sie Ihre Sachen lieber kostenlos zu Verteidigungszwecken abtreten. Deutlich. Ich möchte betonen, dass ich Captain Ventralis aus freien Stücken Ausrüstung gebe. Delikaterweise, Sie werden nicht bezahlt, uns zu schützen. Na, hat er recht. Jetzt zeig mal, was du hast. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Das macht ja nichts. Trotzdem will ich... Uppala. Trotzdem will ich mich umgucken. Den einzigartigen Gegenstand kaufe ich natürlich für meinen Ausrüstungsoffizier. Ja, ansonsten Phoenix 6, Reaper 5, Bioverstärker Unity 5. Ich weiß gar nicht, was ich anhab. Schwächer. Leicht, ja, nee, das ist auch alles nichts wirklich, was mir jetzt weiterhilft. Hilft. Tut mir nicht weiterhilft. Bioverstärker. Irgendwie bringt das hier nichts, Kollege. Tut mir leid, kein Interesse. Erleichtert. Ich stelle fest, dass es Ihnen gut geht. Okay. Wir sehen uns. Er will mit mir reden. Ständig. Ich hoffe, dass es so sein wird. So, und wer bist du? Was? Meh. Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Ja, Gesundheit. Das war mir ein bisschen zu technisch. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Ach, nicht zwingend so. Also. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen.
Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Ach, ich bin auch frech. Ich bin auch ein Frecher. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aurais. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Störe ich? Ich habe gerade meditiert. Ich schätze, für eine rüpelhafte Spezies wie die Ihre sieht das wie Unaufmerksamkeit aus. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die andere. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aurais. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Naja gut, ich wäre auch pissig, wenn man mich aus dem Schlaf reißen würde. Reden wir mal über Benezia. Kennen Sie Matriarchin Benezia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Matriarchin weiß. Und warum sollte ich das? Jetzt müsste eigentlich die passende Antwort auswählbar sein. Naja, ich gehe mal wieder. Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Ja, viel Spaß. Schon mal mit einer Kugel im Kopf meditiert? Ha? Da setzt man ein paar Areale des Hirns aus, du. Meine Herren, das glaubst du gar nicht. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Ja. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Und ich. Ist sowieso alles ihre Schuld. Und ich kotze mich gleich an. Und wer bist du? Dr. Palon. Vielleicht haben sie ein Insektenspray. Was? Nein! Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Mhm. Was genau machen Sie denn hier? Das hatte ich ja gerade. Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Das nicht, dass ich hat ich ja gerade. Okay, Situation. Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Warum nicht? Wäre vorteilhaft. Benezia. Ich suche eine Asari. Asari? Tja, da gibt es Dr. Yalis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benezia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Okay, auf Wiedersehen. Wir reden später weiter. So. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Ja, ja, passt schon. Wo geht's denn da hin? Zur Krankenstation. Gesperrter Bereich. Wegbeschreibung. Ja, abgesperrt. Ich glaube, ich muss Richtung Krankenstation, oder? Oder muss ich ins Quartier? Ach Gott. Quarantäne und Unterkünfte. Ach du Scheiße. Ja, wo geht's hier hin? Hier ist irgendein Quartier oder sowas. So, knacken wir mal die Tür. Alles überbrücken. So.
So, das macht man sehr oft. Also da fehlt mir auch ein bisschen die Abwechslung. Eine Pistole, das ist ja schon mal was wert. Ein Sturmgewehr, die Thunder 4. Okay. Das gucken wir uns mal später genauer an. Vielleicht habe ich ja was, obwohl unter jetzigen Situation kann man es immer mal gebrauchen. Tiala, ich habe eine Pistole gehabt. Also ganz überzeugend tue ich das aber nicht, ne? Na komm doch. Nimm mal mit. Johnny. Die Sander ist auch nicht so überzeugt von mir. Habe ich gesagt, die ist überzeugt von mir. Genau, die Waffe ist nicht überzeugt von mir und wird mir bei gelegentlich einen ins Hirn blasen. Nein, ich meine natürlich, ich bin nicht überzeugt von der Waffe. Ist ganz klar. Wo geht's hier hin? Ist immer noch Wegbeschreibung, Quarantäne. Versuch macht klug. Ich gehe einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Es geht wieder nach unten. Aber irgendeinen Weg muss ich ja laufen. Komme, was wolle. So. Boah, und so viele Ecken hier, ne? Alter, Tür, Tür. Ach, da ist dieser Volos-Typ. Stellt sich mir die Frage, wollte ich hier schon hin? Okay, der hier haut dich um. Was? Wie kannst du jetzt Witze erzählen? Es geht. Also, ein Wasserstoffatom sagt zum anderen, ich habe mein Elektron verloren. Den kenne ich. Da sagt das andere Wasserstoffatom, Mann, bist du dir ganz sicher? Positiv. Halt einfach die Klappe. Himmel. Die sind lustig. Wartungsbereich. Jetzt bin ich schon hier, ne? Ach komm. Ich weiß nicht, ob ich schon hier sein möchte, aber jetzt bin ich schon hier. Jetzt werde ich das wahrscheinlich auch mal hier ausklabastern mit denen. Die erzählen sie Witze. Wollen sie mal machen, wenn sie damit glücklich sind. Erste Hilfestation. Ah, sauber. Vielleicht kann ich hier noch was abzapfen. Nein, geht nicht. Schade. Aber ich nutze die Chance trotzdem, einmal zu speichern. Sie gehören nicht zur Crew. Nennen Sie mich Shepard. Ich bin ein Spectre und wurde von der Zitadelle geschickt. Es gibt keine menschlichen Spectre. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Hm. Verrückt. Dann rede ich mal mit dem Volus hier. Han Ola. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Was? Denen? Ich habe nichts von denen gehört. Ich habe irgendwas von Rachni gehört, nicht von denen. Immer diese fremdenfeindlichen. Ehrlich. Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Ja, dann Glückwunsch. Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Die Kroganer haben sie vor 1000 Jahren ausgerottet. Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. So normal wie noch nie. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Ich habe gehört, dass Sie im Sicherheitslabor waren. Wie konnten Sie lebendig da rauskommen?
Ich habe sie umgebracht. Wen? Dr. Sun Moore. Wir waren auf dem Weg zum Mittagessen, als der Alarm losging. Ich lief zur Bahn und schloss die Türen. Sie hämmerte einmal an das Fenster. Dann filetierten sie sie in kleine Stücke. Ihr Kopf zerplatzte wie eine reife Melone. Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe sie umgebracht. Das Einzige, was sie tun konnten, war, sich selbst zu retten. Natürlich. Da haben Sie vollkommen recht. Könnte Matriarchin Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Ich gehe dann jetzt. Ja. Naja, besonders viel Information habe ich nicht gekriegt. Die wurden also quasi aus einem Ei wiederbelebt. Sehr interessant. Hier, der Schacht ist zu. Die beiden sind Arschlöcher. Okay, dann gehe ich wieder hoch. Hab ja keine andere Wahl. Also wieder Fahrstuhl fahren. Und ich glaube, mit dieser Fahrstuhlfahrt werde ich mich jetzt doch erstmal von dieser Folge hier verabschieden. Und ich hoffe, wir kommen in der nächsten Folge dem Ganzen wieder mal ein bisschen näher und auch letztendlich, was hier vor sich geht und was die Leute hier getrieben haben und was Benezia hier treibt. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.